Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Prehistoric Swamp. Beim letzten Mal haben wir ein Gehege für 4 Riesenkrokodile, nämlich 4 Dinosuchus, gebaut. Und diese haben wieder ganz tolle Namensvorschläge von euch in den Kommentaren bekommen. 4 von euch haben sich hier auch in meinem Prehistoric Swamp verewigt. Und jetzt geht's direkt weiter mit dem nächsten Parkbereich. Und dafür müssen wir jetzt erstmal die Baufläche ein wenig vorbereiten. Und es gibt wieder eine ganz neue Mod, welche die Bauteile von dem Raptorengehege aus Jurassic World 1 in das Spiel bringt. Diese Mod ist wieder von dem Mod-Ersteller, der auch unter anderem schon die Mosasaurus-Galerie und auch das T-Rex Kingdom mit Bauteilen erstellt hat. Also richtig cool, ich glaube Radar heißt er und irgendeine Zahlenfolge. Die Mod ist auf jeden Fall für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe versucht, das Ganze dann so gut wie es geht zu platzieren. Und ich bin mit dem Ergebnis wirklich zufrieden. Das sieht echt cool aus. Und das wird dann sozusagen ein Teil von dem Gehege werden. So ein kleiner, in Anführungszeichen, Indoor-Bereich quasi von dem Gehege. Ist natürlich nicht Indoor, weil es auch kein Dach hat. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich damit meine. Jetzt noch so ein bisschen die Wege drumherum gestalten. Und dann habe ich dieses Gebäude schon mal mit Zäunen versehen, welche dann natürlich noch unsichtbar werden. Die sind halt nur dafür da, damit die Raptoren später da nicht durch die Wände durchlaufen. Der Zaun für den Außenbereich sollte dann direkt von dem Gebäude auch abgehen. Da habe ich dann versucht, die Säule so zu platzieren, dass es so aussieht, dass der Zaun aus dem oder an dem Gebäude direkt befestigt wurde. Und dann habe ich den Zaun ein wenig den Weg entlang geführt. Auf der anderen Seite habe ich es dann nochmal genauso gemacht. Und dort habe ich das Ganze dann auch leicht geschwungen Richtung Wald geführt. Dann habe ich die Zäune bei dem Gebäude unsichtbar gemacht. Und noch ein paar Besuchergebäude nebendran platziert, nämlich einmal so ein Hotel, auch wieder das mit den Strohdächern. Und bei Raptoren war mir auch noch ein Schutzbunker ganz wichtig, weil Raptoren sind für mich immer so mit die gefährlichsten Dinosaurier, die man im Park haben kann, weil die halt wirklich intelligent sind und ja eigentlich immer einen Weg finden, um auszubüchsen. Dann noch ein kleines Café nebenan. Und dann auch schon mal das Drumherum so ein bisschen mit Büschen und Bäumen versehen.
Dann habe ich angefangen, die Jurassic Tour auch durch dieses Gehege zu führen. Das wird dann auch das letzte Gehege von der Tour sein. Dann ist die soweit vollständig. Wird übrigens auch das letzte Gehege für den gesamten Park sein, falls ihr euch fragt. Also auch die letzte Folge von diesem Parkbauprojekt. Dann nochmal einiges an Wasser natürlich platziert. Das darf nicht fehlen in einem Sumpfpark. Und dann auch nochmal ganz viele Bäume im Innenbereich von dem Gehege, damit sich die Raptoren auch gut verstecken können, dort im dichten Wald. Und dann ging es eigentlich auch schon an die Gestaltung von diesem Gehege. Da habe ich es dann wieder relativ ähnlich gemacht wie auch schon in den anderen Gehegen. Viele Felsen, umgefallene Baumstämme, Äste, natürlich auch viele Büsche, Futterspender und. Das kennt ihr ja mittlerweile alles schon. Und es gab sogar bei der Mod noch ein paar Mitarbeiter, die man platzieren konnte. Es war ziemlich cool, man konnte die genau oben auf diesen begehbaren Gängen platzieren. Da habe ich dann einfach mal 5 Stück gemacht, an jede Ecke und in die Mitte. Und es gab auch welche für die unteren Bereiche. Da habe ich dann auch so wahllos ein paar an die Türen und Eingänge gestellt. Und dann habe ich auch noch hier ganz versteckt im Wald ein kleines Rangerhäuschen gebaut, weil ich einfach die Jeeps gerne vor diese Anlage stellen wollte. Hab dann erstmal schnell die Jeeps an den Platz gefahren, wo sie dann später stehen sollen. Die Jeeps natürlich auch an die richtige Stelle parken, das gehört auch dazu. Da habe ich es auch einfach irgendwie vor diesen Eingang gestellt. War jetzt auch nicht ganz so wichtig, wie genau sie da stehen. Aber ich fand das so schräg eigentlich ganz cool. Und dann habe ich auch noch einen Futterspender in diesen Innenbereich platziert, damit die Raptoren auch einen Grund haben, dort hineinzugehen. Und in dieses Gehege kommen 6 Velociraptoren. Muss ja auch passend sein zu dem Raptor Pit hier, heißt es, glaube ich. Ist mega cool gemacht, das Ding hier, muss ich echt sagen. Wir sind dann auch in dem Käfig. Ich kann mal reinfliegen, dann zeige ich euch das. Diese Vorrichtung, wo dann die Raptoren ihre Schnauze reinlegen und dann
wie Menschen wirklich Kontakt zu denen haben können. Also ziemlich cool. Wieder sehr detailgetreu. Die Mod ist natürlich in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Sowas feiere ich immer richtig. Ist echt toll geworden. Aber ich zeige euch jetzt unsere Bewohner. Das sind nämlich 6 Stück an der Zahl mit den meiner Meinung nach coolsten Skins. Unter anderem der Blue Skin, der 2001 weiblich Skin, 2001 männlich, Echo, Delta, Charlie. Und das war's, glaube ich. Das waren, glaube ich, schon 6. Also sehr, sehr coole Raptoren. Und ihr könnt auch wieder für die Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Die werde ich dann nachträglich dann auch noch verewigen. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine schöne Tour über den Park. Und dafür gehen wir am besten hier an den Eingangsbereich. Dort befindet sich das Helikopter-Landepad, wo man dann ankommt als Gast. Mit einem schönen Wasserfall im Hintergrund. Hat so ein bisschen was von Jurassic Park 1, muss man sagen. Aber gefällt mir echt gut. Und dann geht man hier den Weg entlang. Das erste, was man hat, sind Toiletten. Natürlich auch ganz wichtig. Und hier rechts das erste Gehege. Komplett ohne Zaun, das heißt, man kann wirklich sehr gut die Dinosaurier beobachten. In dem Fall Uranus. Alles so in der Sumpfoptik gehalten. Hier nochmal ein schöner Souvenirshop. So sieht das ganz von oben aus. Also habe hier wirklich viel mit Wasser gearbeitet. Und sogar noch ein Wasserfall im Hintergrund beim Gehege. Das ist natürlich auch sehr cool. Dann geht es hier weiter zum nächsten Gehege von unseren ersten Fleischfressern. Das dürften Mayungas sein, die hier drin sind, glaube ich. Ja, ich sehe sie gerade nicht, aber kriegen wir gleich schon noch zu Gesicht. Keine Sorge. Hier habe ich auch den Zaun weggelassen, das Ganze mit Wasser abgegrenzt. Dann hat man hier nämlich auch nochmal eine schöne Sicht. Hier sieht man ihn sogar, den Mayunga. Dann hier nochmal ein kleines Café. Hier so ein paar Hotelanlagen. Und hier kann man dann auch schon die Jurassic Tour beginnen. Die werden wir gleich auch noch gemeinsam fahren. Dann seht ihr sowieso nochmal mehr von den Gehegen. Überfliegt das nur jetzt schnell. Hier ist das nächste Gehege. Mit Redwood Trees und Spinos, 2 Stück. Und auch im Hintergrund ganz viele Klippen und Felsen als natürliche Barriere. Schon ganz cool aus. Dann kommt das vierte Gehege mit unseren riesigen Krokus. Kann man hier auch wirklich gut beobachten. Und auch hier fährt die Jurassic Tour durch, sogar so ein kleines Stück durch Wasser. Dann haben wir hier nochmal ein Café und eine kleine Aussichtsplattform mit Felsen als Barriere, damit man auch hier eine schöne Sicht hat. Und dann geht schon weiter. Hier nochmal ein paar Läden für die Besucher. Und hier hinten geht es zum Ende des Parks. Nochmal mit einem Café, einem Hotel, einem Bunker und diesen coolen Raptor-Pit. Ist auch echt cool, dass man so die Leute da oben drauf platzieren kann. Richtig schön. Oh, ich finde es gerade krass. Das ist die letzte Folge, wo ich was gebaut habe in Jurassic World Evolution 1. Als nächstes geht es dann in Jurassic World Evolution 2 weiter. Ganz komisches Gefühl. Aber ich freue mich schon auf JWE2. Und los geht die wilde Fahrt im ersten Gehege. Da sind die Mayungas. Ah, wir können sogar hier durchswappen. Ja, kriegen wir bestimmt gleich noch besser zu Gesicht. Ist halt immer so ein bisschen Glückssache. Das andere Auto wird da gerade komplett bespaßt. Aber wir kommen nachher nochmal durch dieses Gehege. Ist echt schön, mal wieder in so einem Jeep zu sitzen. Warte mal, können wir auch... Ah, wir können auch in das hintere Fahrzeug. Das ist, glaube ich, noch cooler. Dann sehen wir nämlich auch, was hier vorne passiert. Wie hat das was mit den ganzen Bäumen und Lianen und sowas, die hier runterhängen? Auch wenn hier jetzt nichts ist, ist es trotzdem irgendwie spannend. Wäre echt ganz cool gewesen, hätte ich hier noch so ein paar wilde Dinosaurier gemacht, die halt so friedlich sind. Wäre noch eine ganz witzige Idee gewesen, glaube ich. Und jetzt kommen wir wieder aus dem tiefsten Dschungel hinaus in das nächste Gehege. Ist das schon unser ganz neues Gehege, das Raptor-Gehege? Ich glaube schon, oder? Das ist echt cool mit den ganzen Bäumen hier um uns rum.
Seid ihr auch schon so gehypt auf Jurassic World Evolution 2? Ich glaube, da interagieren die Dinosaurier dann auch ein bisschen mehr mit diesen Touren. Dann wird es, glaube ich, noch spannender, solche Touren zu fahren. Aber das ist ja schon im ersten Teil sehr gut gelungen. Das ist immer echt schön, dann nochmal am Ende durch seinen gebauten Park zu fahren. Ja, das ist das Raptor Pit. Ich hoffe, das heißt so. Falls nicht, korrigiert mich gerne. Ja, man hört auch schon die Raptoren schreien. Ziemlich cool. Ich kann sogar hier Foto machen, dann kann ich ranzoomen. Oh mein Gott. Das ganz vergessen. Das geht auch. Können wir auch in dieser Ansicht bleiben. Dann haben wir zwar diese schwarzen Balken. Obwohl, das können wir einfach ab und zu machen, würde ich sagen. Oh, jetzt habe ich ein Foto gemacht. Das wollte ich nicht, ich wollte zurück. Ja, das ist doch perfekt. Dann können wir sogar ein bisschen ranzoomen zumindest. Damit wir die Dinosaurier dann nochmal ein bisschen besser zu Gesicht bekommen. Ja, so Schienenübergänge gibt es ja im zweiten Teil auch ohne Mods. Das ist echt praktisch. Im ersten Teil geht es ja nur mit Mods. Und das dürfte jetzt das Dinosuchus-Gehege sein. Ja, die Bäume hier sehen auch echt interessant aus. Hier fahren wir sogar so ein bisschen durch die Äste. Aber das ist halb so wild. So genau muss man es dann auch nicht nehmen. Da hinten sind die Krokus. Und jetzt fahren wir sogar durchs Wasser. Das ist auch recht cool. Schade, dass hier das Wasser nicht spritzt. Das wäre noch mega nice gewesen. Aber ist auch so schon eine coole Idee. Oh, das zählt sogar. Dinosuchus an einer Futterstation. Let's go. Geld gemacht. Und jetzt geht's wieder aus dem Gehege raus. Und erstmal wieder ein Stück durch den Dschungel, wenn mich nicht alles täuscht. Die Gäste springen sogar so richtig zur Seite. Haben sich voll erschreckt. Aber so richtig Show haben die Dinos noch nicht für uns gemacht. Bisschen schade. Ah, zu dem Auto wollte ich. Das ist jetzt das vordere. Sind die denn schon wieder? Ich glaube, die sind da. Ja, da hinten sind sie. Dann sehen wir die gleich aber noch. Vielleicht kriege ich schon mal hier ein bisschen ranzoomen hin. Aber irgendwie ist der Kopf gerade im Weg von der Fahrerin. Ja, ist gerade schwierig. Da kommen sie. Oh ja. Yeah. Kommen sogar jetzt auf die Straße, so wie es aussieht. Oh, das wird spannend. Sieht schon heftig aus, ne? Richtig cool. Oh mein Gott. Das ist ja mal mega nice gewesen. Der Blick. Die Kamera ist irgendwie nicht so gut platziert. Die ist genau in der Mitte. Man hat irgendwie immer die Köpfe im Weg. Egal, wo man hinguckt. Aber das war schon heftig, wie er da gerade geschrien hat. Auch der umgefallene Baumstamm. Und wir kriegen sie sogar nochmal zu Gesicht. Hier vorne. Einige Dinosaurier sind schüchtern und suchen im Wald Deckung. Sie sind dann zwar nicht sicher.
Ich glaube, die Spinos sind nicht schüchtern. Ich glaube, die machen uns eher platt. Sind halt alles relativ große Gehege geworden. Natürlich schön für die Dinos, aber dadurch ist es dann auch gerne mal so, dass die halt eher weiter weg sind von der Tour. Aber ich finde, wir haben das sehr gut hinbekommen mit der Sumpfoptik. Da bin ich echt zufrieden mit. Oh, da hinten sind sie. Und gerade den roten Kopf da erkennen durch die Büsche. Irgendwo da hinter den Felsen. Da ist er. Seht ihr es? Es geht alles so schnell. Da frisst auch gerade einer. Ich kann leider so auch nicht ranzoomen, halt nur in dieser Sicht. Ja, vielleicht kommen sie gleich nochmal, wenn wir hier um die Kurve gefahren sind. Das wäre nochmal cool. Tolle Infos. Ich glaube, da vorne sehen wir ihn nochmal gleich kurz. Versuche ihn nochmal für euch auf Kamera zu bekommen. War doch irgendwo hier links gerade, oder bin ich doof? Hä, wo ist er? Okay, der hat sich halt hart im Dschungel versteckt. Na, so ein Mist. Das war's aber schon mit der Jurassic Tour, so wie es aussieht. Die endet hier. Und ich würde sagen, wir steigen aus. Das war sehr cool. Ach, jetzt kommen sie hier vorne. Die beiden, die sehen auch echt nice aus. Haben die gar keine Namen? Warum haben die keine Namen? Oh, da habe ich irgendwie nicht abgespeichert, als ich die benannt hatte. Mache ich aber noch im Nachhinein, keine Sorge. Wo wir gerade dabei sind, das Safe Game von dem Park findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Genauso wie die Modliste. Dann könnt ihr auch gerne den Park mal selber ausprobieren. Dieses Parkprojekt Prehistoric Swamp hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht und wir sind jetzt fertig mit dem letzten Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution 1. Wir sehen uns dann im nächsten Parkbauprojekt in JW2 wieder. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.